Nee. Aber ich könnte das hier machen. Okay. Lassen wir das. Und gehen einfach mal den Boss an, ne? Ja, ja. Guten Tag. Wir gehen mal den Boss an. Hallo, Eldritch. Guten Tag. Wie geht's dir? Hallo. Okay, wo ist er hin? Aua. Okay, okay, okay. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er jetzt hin? Okay, da, macht deine Attacke. Okay, okay. Wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er hin, wo ist er hin? Dahin, okay. Aua, okay, okay. Wer sich also teleportiert, darf ich ihn auch nicht wirklich angehen. Trinken. Okay, wir Flammen wieder verzaubern. Okay. Wo bist du, Eldritch? Dahin bist du, okay. Au! Au! Ich bin eigentlich instant gerollt, nachdem ich getrunken bin, aber okay. Okay, okay. Das ist eine neue Attacke. Wie kann man die beenden? Hallo, hallo, hallo? Okay, seine zweite Phase ist unschaffbar. Confirmed. Trinken. Okay. Autsch, autsch, autsch. Der ist aber gar nicht mal so schwer. Der ist echt machbar eigentlich sogar. Der ist echt machbar. Wir holen uns mal ein bisschen Hilfe am besten. Zumindest so ein bisschen. Oder wir holen uns ganz viel Hilfe. Wäre, glaube ich, auch gut. Den hier holen. Phantom wird beschworen. Ich glaube, zwei sollten eigentlich reichen, oder? Ja, sollten. Also, ne, mit mir zusammengezählt zwei. Der Boss war aber fair. Bis auf diese Pfeilattacke. Die war ein bisschen sehr lange. Hallo. Kommen Sie mit? Kommen Sie mit? Ja, bla bla bla. Folgt mir, folgt mir, folgt mir.
rein zum Boss. Direkt die Waffe verzaubern. Der hat mich mit seinem schwarzen Loch getroffen. Wo ist er? Da ist er. Zack, zack. Okay. Ja, dann kann ich auch noch nicht. Wow, der Magier, den ich hier habe, der Pyromant, der macht ja mal auch richtig gut Damage. Wo ist er? Da hinten. Wegrollen, 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 wegrollen. Oh, da ist Valida auch schon weg. Aua. Okay, er teleportiert sich. Wohin, 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 wohin? Da drin. Okay, 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 okay. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Verzaubern. Trinken. Okay, 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 okay. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay, okay. Oh wow. Okay, trinken. Okay, er spawnt wieder diese Dinger. Oh mein Gott, danke. Fürstenasche und Seele von Eldritch. Not bad, not bad. Der Boss war eigentlich mal gar nicht mal so schwer. Aber war sehr gut aufgebaut. Sehr gut aufgebaut. Am Ende mochte ich auch dann die Fallattacke, die er gemacht hat. Die ist auch nicht schlecht programmiert, muss ich sagen. Also man kann da gut ausweichen. Aber macht gut Schaden, wenn man nicht gut ausweicht. Mit einer, ich glaube so, das ist mein Lieblingsboss bisher im Spiel. Das war bisher mein Lieblingsboss, ja, muss ich so sagen. So. Eldritch sitzt hier, ne? Direkt neben dir, ne, Bro? Ich glaube schon. Dann können wir mal die Asche positionieren. Jetzt sagen wir, wie die Asche von Eldritch denn aussieht. Okay. Sieht aus wie ein. Madenbesetzter, gespaltener Schädel, würde ich sagen. Der natürlich glüht, ne? Wir sind ja immer in die Aschefürsten. Gibt da natürlich Sinn. So, dann reden wir mit dir und gucken, was denn Eldritch so viel geile Sachen hat. Stiehlt Gegnern mit TP. Kein schlechtes Wunder. Und hier, das ist ein Bogen. Ein Bogen? Der goldene Langbogen des Finstermonds Wendelin. Der allmächtige Eldritch füllt den Film mit Essenz, Finstermonds, bla bla bla. Das ist also ein Magiebogen, der für Magie auch geeignet ist. Neu sind die Bögen ja eher so Agilität oder Stärke.
Aber der ist ganz gut so. So, okay. Ich musste kurz was nachgucken, wegen dem Sound. Sieht alles tipptopp aus. So, für dich habe ich was gefunden. Schattenasche. Was ist das denn jetzt Neues? Keine neue Glut. Ich glaube, was... Große Tennisschirm hat sie jetzt. Oh, wow, das ist sexy. Und was macht der? Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Kackring. Ashen One. Ashen One. So. Verstärken können wir nicht mehr, ne? Dafür brauchen wir Titanitbrocken. Und verstärken können wir auch nicht, das haben wir nicht. Unser Dieb ist noch nicht da. Für dich haben wir was, Schätzlein. Wir möchten dir nämlich. Ja, ja, bla bla bla. Dann muss ich diesen Ring anscheinend ausrüsten. Mach ich mal kurz gegen meinen Estus-Ring. Und wir nehmen das hier, ne? Okay. Kannst du immer noch nicht? Warum klappt's denn nicht? Hallo? Hallo? Und wir könnten mal unsere Pyromantie-Flamme verstärken. Weil der Buff-Zauber macht dann ja mehr Dingens auf unserem. Auf unserem Dingens. Okay, vielleicht muss ich ihn fallen lassen. Machen wir mal gleich. Estus. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, machen wir den Ring. Ringe, hallo. Da. Na, wie kann man? Ablegen. Ja. Komisch. Der will wohl nicht. Auch wenn ich diesen komischen Ring habe. Naja. Ich hab gedacht, das wäre das, was man bräuchte dafür. Sonst hätte der eine Option, wo man Sachen an ihn verkaufen kann. Würde ich ihn dann ja auch geben. Aber es klappt anscheinend nicht. Schade. Schade, Schokolade. Die noch was Neues für uns. Nicht wirklich, okay. Till we meet again. Okay, okay, okay. Nice, zweiten Aschefürsten weggerackt. Two to go, würde ich mal sagen, ne? Was haben wir eigentlich im Lager alles inzwischen? Nur diese interessanten Sachen. Reisen. Gehen wir zu Eldritch. Ach, dumm von mir. Wir haben noch voll viele Seelen. Obwohl, wenn wir 50.000 haben, dann können wir wahrscheinlich zwei Level-Ups machen. Heiß, wir machen da noch ein, wir machen noch ein bisschen weiter so. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Wir verzaubern erstmal unsere schöne Waffe. Und gucken uns ein bisschen um, was wir denn hier so haben. Nichts. Okay, der andere Aufzug hätte dann wahrscheinlich da hinten hingeführt. Heißt also, ist egal, welchen Aufzug man nimmt. Man kommt dann hier oben an.